Ja, und damit herzlich willkommen zurück auf Stratocopter TV. Heute zum fünften Spieltag der Shitmon League, den ich vor kurzem noch auf Krauts Kanal angekündigt habe. Das Problem an der ganzen Sache ist leider, dass Kraut krank geworden ist und deswegen den vereinbarten Aufnahmetermin nicht schafft. Das heißt, ich bin ja ein bisschen auf mich alleine gestellt. Das ist ein bisschen blöd, denn ich habe gerade auch einen sehr, sehr stressigen Arbeitstag hinter mir und hoffe, dass ich das alles hier noch auf die Kette kriege. Ja, wie dem auch sei, wir werfen auf jeden Fall direkt wieder am Anfang einen kleinen Blick auf unser Team und warum wir das so mitnehmen. Ja, als erstes und für mich auch definitiv wichtigstes Pokémon haben wir heute Skuntank dabei. Das brauchen wir nämlich, weil wir sonst gegen Swoobat ziemlich heftig verlieren, wenn wir ehrlich sind. Denn das kleine Ding kann sich ja super easy Setup. Es ist das schnellste Pokémon hier im Match und ja, wenn es dann irgendwie auf +2/+2 ist, dann tut natürlich die Stored Power schon richtig weh. Ja, die ignoriert Skuntank und dank Haste können wir auf jeden Fall die Versuche, sich zu setupen, gen 0 halten. Darüber hinaus haben wir die Pursuit. Wir haben so viel Angriffsinvestment, dass sie bei einer nicht wirklich bulky gespielten Variante von Swoobat reicht, um zu töten, wenn sie wirklich rauswechseln. Ansonsten ist es ein Two-Hit. Nach Tarnstein können wir hier so oder so den Kill ansetzen. Ja, dann haben wir den Todesstern dabei, diesmal mit Rock Polish, einfach weil wir damit dann schneller sein können als das ganze Team, den Leben Orb hier für möglichst viel Schaden und ja, mit Earth Power und Ice Beam haben wir schon die Kraft, fast alles in ihrem Team sehr effektiv zu treffen. Das Einzige, was da noch gut reinkommt, ist zum Beispiel Quaxo. Das möchte da wahrscheinlich, also das kann da gut reinkommen, aber dafür haben wir natürlich auch noch Sachen dabei. McNayan mit seinem Sucker Punch kann uns da richtig wehtun. Auch Flunkiefer spielt man ja mit Sucker Punch. Auch das könnte da durchaus Schaden machen. Aber wir müssen halt diese Gefahren aus dem Weg räumen und hoffen mal, dass das Ganze funktioniert. Ja, als nächstes haben wir Flamara dabei. Hier einfach wirklich klassisch als Wallbreaker. Keine Spielerei mit Nitro-Ladung oder so. Wir wollen hier einfach möglichst viel Schaden auf die vor allem langsamen Mons machen. Es gibt für ihn keine Switch-Ins in Flare Blitz und Fassade, denn Quaxo verliert da mega hart gegen die Fassade. Es kann da nicht reinkommen. Ja, und wir müssen mal gucken. Wir sind relativ langsam natürlich, werden von einigem outspeedet, aber wir wollen hier ja auch wirklich einfach nur so viel Schaden machen, wie wir eben können. Ja, ich hatte auch lange über ein defensives Flamara mit Feuerfänger nachgedacht, weil der Gegner hat zwei Feuer-Pokémon, beziehungsweise die Gegner haben zwei Feuer-Pokémon. Habe ich überhaupt schon gesagt, gegen wen wir spielen? Gegen King K. Crocodile von Not Is Eternal und Frozen. Auf jeden Fall coole Dudes. Shoutouts hier an dieser Stelle an die beiden. Ja, wer auf jeden Fall richtig, richtig stark wird gegen das gegnerische Team, ist Tukanon, jetzt ohne Scheiß. Diesmal sogar mit einem praktikablen Set mit dem Expert-Belt. Ich hätte hier auch gerne den Live-Orb drauf gesehen, aber ich glaube, den brauchen wir auf dem Todesstern am Ende des Tages ein bisschen mehr, zumal wir hier auch nicht noch mehr Chip auf Tukanon haben wollen. Denn mit der Kombination von Bullet Seed, Rock Blast und Overheat treffen wir komplett das Team. Also zwei Sachen treffen wir neutral und den Rest sehr effektiv. Und das ist auf jeden Fall super, super stark. Overheat hier als spezielle Antwort, weil Flunky für physisch defensiv könnte ja reinkommen wollen in uns. Und ja, Overheat macht da Millionen. Ja, dann spielen wir Amigento noch ganz normal, also die Normalform. Und das spielen wir hier als Z-Stein-User mit dem Rockium Z für die Z-Rock-Slide. Die machen nämlich nach einem Swordstance unglaublich viel gegen sein Team. Alles, was da reinkommen kann, mag die Double Edge nicht. Außer natürlich auch hier wieder das Problem Flunkiefer. Flunkiefer tankt eine ganze Menge weg, kann hier auch richtig Ärger machen. Aber dafür haben wir ja den Parting Shot, um da schnell wieder rauszukommen und in ein Matchup zu gehen, das eher in unserem Favor ist. So, das letzte Mon, das wir dabei haben, ist Lantuan, diesmal als Choice Specs User. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich hoffe es. Es macht in der Theorie allem guten Schaden. Das Problem ist halt, wir müssen uns am Anfang des Spiels, solange Flunschlink und Quaxo noch leben, halt immer darauf festlegen, was wir predikten wollen. So, Hydro Pump ist natürlich blöd, wenn Quaxo reinkommt und Voltwechsel ist eine Nullrunde gegen Flunkiefer und in Flunkiefer haben wir gar nicht so viele Switch-Ins, muss man halt am Ende des Tages sagen.
Deswegen müssen wir mal gucken. Das bedeutet halt im ersten Moment mehr als gratis Rocks für die beiden, wenn wir einmal auf Voltswitch gehen und Flunkiefer kommt rein. Zugegebenermaßen wollen beide auch nicht da reinkommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Quaxo da gerne reinkommt. Deswegen spielen wir hier extra den Water Absorb. Für den Fall, dass die so etwas vorhaben, wie uns mit Whirlpool zu trappen, würde gegen ein Volt Absorb Landtouren richtig gut funktionieren. Dann mit Abgesang oder Toxin richtig schön viel Schaden machen und unseren eigentlich besten defensiven Pivot irgendwie zu trappen und zu töten. Wollen wir ihnen nicht zugestehen, alternativ wären Shed Shell Volt Absorb gewesen, aber unsere Gegner verfügen halt nur über ein einziges Elektro-Pokémon und das haben wir als, ja, schon als gefährlich eingestuft, aber es gibt da definitiv Gefährlicheres. Und in Flunschling kommen wir eigentlich auch immer relativ gut mit dem Todesstern. So, das ist jetzt so eben die kurze Übersicht über das Team, das wir hier haben. Ich muss sagen, ich habe mich gegen die beiden echt schwer getan. Die haben so viel eklige Mons, sei es Altaria, das auch noch deren Z-User ist. Flunschling ist stark. Sourcebug, wie heißt das nochmal? Kronjuwild, super gefährlich. Also, und Zubat. Zubat im A ist halt auch richtig gefährlich. Also ich habe gar keinen Bock auf dieses Matchup gehabt. Aber es lässt sich ja nicht vermeiden. Ich fordere die beiden jetzt auch heraus. Warte, ich muss jetzt so drücken. Und zwar in einem Anything Goes Battle mit unserem SML Battle gegen Spieltag 5, Not in Frozen. Puh, Leute, ich bin nervös. Also alleine spielen. Ich bin begeistert und beängstigt. Okay, was haben wir? Sie haben Dingens gar nicht dabei. Swoopert. Okay, das bedeutet halt, dass unser Strato hier, ehrlich gesagt, völlig überflüssig ist, so wie wir es dabei haben. Wir haben die Pursuit, die macht halt gegen nichts davon irgendetwas. Der Fireblast ist gegen Flunkiefer ganz okay, wenn wir es reinlocken können. Toxic ist auch gegen das meiste davon ganz okay. Ja. Und das Gute ist, sie haben auch Flunschling nicht dabei. Das heißt, wir können halt eigentlich immer ohne irgendeinen Drawback auf den Voltwechsel gehen. So, das ist jetzt. Das ist jetzt schwer. Also, WLAN-Touren hier ist natürlich ein nicer Lead. Der macht nämlich allem, was die haben, sehr, sehr schönen Schaden. Der Ice Beam ist jetzt völlig umsonst gewesen. Amigento ist nur halb so effektiv wie erwartet. Könnten natürlich mit Amigento leaden. Die Gegner haben nur einen Mon, das potenziell schneller sein könnte. Ja, ich bin mal gespannt. Wir könnten auch einfach mit Flareon leaden, weil, wie bereits gesagt, Hashtag no switch-ins. Skuntank könnten wir halt mit leaden, weil wir es in diesem Battle halt einfach nicht brauchen. Außer für den Überraschungs-Fireblast der Fireblast trifft halt zwei, drei Sachen ganz gut. Wir haben leider keinen Taunt mehr draufgepackt. Toxic über Taunt leider in dem Fall, weil wir halt einige Monster drin haben, die wir einfach toxinisiert haben wollen. Deswegen haben wir zweimal Toxic dabei und ich werde es wahrscheinlich nicht ein einziges Mal drücken. Also, was machen wir? Ich glaube, ich leade mit Landtouren. Ja, wir leaden mit Landtouren. Und ja, da kommt auch Sourcebug. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Die Pflanzenattacke ist natürlich super, super, super stark hier und auch super, super obvious. Wir gehen einfach in Strato. Den brauchen wir nicht. Nicht so dringend zumindest. Warte, wir können auch nochmal canceln. Das ist ja glücklicherweise hier nicht verboten. Und wir gehen hier mal auf Landtouren gegen Sourcebug. Ja, ihr könnt das natürlich jetzt alles nicht sehen. Hornleech macht bei einer Non-Item-Variante zu wie viel Prozent macht das ein One-Hit? Hornleech. Also ohne Item. Gebt dem mal Life Orb oder so und dann sieht das wahrscheinlich schon ganz anders aus.
Weil man predicted in der ersten Runde nicht. Und Landtouren hier jetzt direkt zu verlieren. Also mit Life Orb verlieren wir Landtouren an dieser Stelle. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wir gehen jetzt einfach mal in Strato. Das brauchen wir halt echt nicht. Leute. Warum leaden die damit? Ah, oh, warum? Warum? Könnten jetzt natürlich auch sowas wie High Jump Kick gehen. Und wie viel macht das gegen Skuntank? Falsches Skuntank Set, danke. Da könnte der Jump Kick halt reichen. Also, Two-Hit. Der Two-Hitted halt. Dann kriegen die aber Aftermath Damage und wir können die rausgehen mit Two-Kanon. Double Edge. Uff. Und Life Orb. Ja, Double Edge hätten wir aber mit Landtouren tatsächlich getankt. Oder? Erzähl mir nichts Falsches. Ja, aber nicht gut. Okay, wir verlieren hier Strato an der Stelle. Wir gehen hier mal auf Pursuit für den Fall, dass sie eben das Aftermath-Damage-Gedönse nicht einfangen wollen. Weil hier jetzt auf Pursuit zu gehen, erscheint mir halt als gar nicht so blöd. Und danach können wir ja auf irgendwas den Scarf bluffen. Hier jetzt, wenn die jetzt wirklich rausgehen, weil Aftermath macht natürlich schon viel kombiniert mit nochmal Double Edge Recoil. Das könnte, also es wäre nicht der letzte, also der blödeste Play von denen jetzt rauszuwechseln. Einfach weil, wenn sie zum Beispiel Scarfed Skuntank erwarten, könnten sie ja jetzt auf die potenzielle Giftattacke einfach in Flumkiefer rausgehen. Und bevor wir Skuntank hier abwerfen für nichts, finde ich, das ist auf jeden Fall besser als ja, nichts zu drücken. Sie dürfen ja jetzt nur nicht auf sowas wie Sword Stance gehen, aber wenn sie jetzt auf Sword Stance gehen, haben wir sie danach auf jeden Fall in der Reichweite, wo der Ruckzuck-Hieb von Flamara guten Schaden machen sollte. Den wir halt extra für die drauf haben. Ah, Sourcebug, warum der Sourcebug liegt? Ja, damit halt, Sourcebug ist super gut gegen uns, aber wir haben halt, ich weiß auch nicht. Ich will jetzt auch mal wissen, was kriegt denn unser Two-Cannon von dem, ja, Two-Cannon droppt halt am Dingens. Sie gehen wirklich raus, das finde ich schon mal gut. Ja, und da kommt der Wackelpudding. Jetzt bin ich natürlich in die Defensive gedrängt, aber das ist okay. Wir gehen hier jetzt in Flareon. Stockpile, ja. Aber wir kriegen hier unser Toxic drauf und wir können hier jetzt auf einen Flare Blitz gehen, der super guten Schaden macht, selbst mit Stockpile. Und wir sollten schneller sein. Also, warte, 229 ist Maximum und wir sollten eigentlich so auf 226 sein. Gut, wer spielt Max Speed? Dingens. Wir sind auf irgendwas gespeedcreept. Ja, also auf einen Speedcreep, von einem Speedcreep sind wir bis gespeedcreept. Ein defensives, hoffentlich speziell defensives Swarlord. Wie heißt das denn nochmal auf Deutsch? Schluckwech. Sollte nicht das größte Problem für uns darstellen. Uff. Ja, okay. Burn. Burn ist natürlich ist Zucker. Den nehmen wir gerne und können jetzt können wir gucken, so die könnten hier natürlich auf, was könnten die gehen, auf ein Erdbeben, ja, aber die sind defensiv, wir hasten da jetzt gegen, selbst wenn das Erdbeben kommt, Acid Spray, zack, ist mir doch egal.
Wir gehen hier jetzt auf den Haze, müssen wir. Wir wollen hier kein großartiges Setup auf denen. Und dadurch, dass die brennen, kriegen die auf jeden Fall schön kontinuierlichen Schaden. Und wir können danach einfach wieder in Flamara gehen, wenn die uns hier rausnehmen sollten. Ansonsten ticken die halt schön langsam runter. Die haben ja keine Recovery dadurch, dass sie den Z-Stein haben. Das sollte so funktionieren. Hoffentlich. Ich will ehrlich gesagt nicht den ersten Lose der Season hier SML einfahren, wenn ich alleine unterwegs bin. Das gibt Crowd wieder nur Munition zu behaupten, er wäre der bessere Spieler von uns beiden. Auch wenn das wirklich ein Albtraum-Matchup war. Also Haze ist sehr gut. Was macht er? Sludge Wave ist okay. Das ist okay. Wir haben leider keinen Steel-Type, den wir da reinholen können. Aber ja, wir haben ja auch keine Dingens mehr. Und... stimmt, wir haben ja... Was hat der Stockpile und 13? Ja, okay. Ja, wir gehen jetzt mal auf Fire Blast. Wumms! Das ist wunderschöner Schaden. Earthquake. Ja, das ist aber okay. Denn wir können hier jetzt einfach wieder in Flareon gehen. Und ich bin der Meinung, wir drücken hier Fassade, weil wir einen Switch-In erwarten. Die wollen den Wackelpudding hier doch noch nicht verlieren, oder? Das wollen die einfach nicht. Flareblitz. Ah, gucken wir doch mal. Flareon, der richtig geschriebene, oder? Ja, Flareoff. Gegen Politoed. Das war der Name. Was weiß ich, Rain Support. Schön mit ein bisschen Defensive. Ja, wird von Fassade selbst komplett physisch defensiv einfach getwo-hitted. Wir gehen hier jetzt auf die Fassade. Egal, was sie reinholen, droppt halt ziemlich hart. Also sie können natürlich in Flunkiefer gehen, aber was will Flunkiefer tun? Also Flunkiefer bedroht uns einmal, kriegt aber von der Fassade okayen Damage. Oder wir holen uns einfach den Kill. Easy. Flamara hier mit seinem ersten Kill diese Season, glaube ich sogar. Wartet, bevor ich hier Scheiße erzähle. Unsinn erzähle. Kinder, Scheiße sagt man natürlich nicht. Steuerung F. Flamara. Ja, erster Kill für Flamara diese Season. Okay. Das ist schon mal cool. Und die können jetzt halt in Quaxo gehen. Was auch cool ist, aber dann können wir in Volswitch gehen. Also, wir gehen in Lantern und dann in Volswitch. So rum. Schade, dass Efoserp keinen Kill machen kann. Ich habe die Killrangliste hier gerade noch offen. Wir sind auf Platz 2 mit 6 Kills nach einem Spiel, wo wir es dabei hatten und es wirklich was gemacht hat. Das Vulnona von Fortnite Filinara hat uns gerade überholt. Das ist das Team von Marvin und Kirantal, meinem Schüler aus der ersten Season des Coach-Turniers. Ja. Also, ja, Strato hat hier wirklich den Job gemacht, den es eigentlich gegen was anderes hätte machen sollen. Ah. Wie wichtig ist Flamara noch an dieser Stelle? Okay. Breaksen? Breaksen? Wie heißt das nochmal? Breaksen. Blankset. Okay. 252. 252. Irgendwas mit plus Def. Impish wird es zwar nicht sein, aber ja, hier, Bolt. Und Eviolite. Ja, da ist die Fassade halt trotzdem ein Two-Hit. So, also... puh. Es ist zu früh, in den Mond zu gehen. Viel zu früh. Was könnte das Ding... was kann das Ding denn gegen uns? Also, es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass das Ding irgendwie... dass das Ding in freiwilligen Flamara reinkommt, weil ich habe halt das Einzige, was ich gekalt habe, ja, voll physisch defensiv mit Evolite, ist das ganze Ding ein Two-Hit und dementsprechend kein Switch-In. Und ich überlege gerade, was soll das denn bitte als Revenge machen? So, Rutena. So, es könnte Routenschlag, bla, Nitro, Schiene, Sonnentag, Magieraum, Feuersturm. Oh ja, bitte bringt einen Sonnentag raus, Strauchler, Traumfresser. Lernt das Ding Hypnose? Durch
Zucht? Ja, tatsächlich. Warte, bringt nichts, wir sind vergiftet. Können wir jetzt auf Toxin gehen, um zu gucken, was passiert? Wir könnten auf Landtouren gehen, um zu gucken, was passiert. Wir könnten aber auch einfach Fassade drücken. Weil das macht sau viel Schaden. Und wenn jetzt ein Protag kommt, dann sind die readable, so. Also, sie müssen halt auf Protag gehen, sonst verlieren sie das Mon hier an dieser Stelle. Und können uns halt ein bisschen Toxic stallen, was okay ist. Wir kommen einfach wieder, also wir kommen wieder rein und wir haben halt keinen wirklichen Drawback davon, wenn wir jetzt auf Dingens gehen, auf Landtouren. Wir Volt switchen dann einfach. Ja, Protect ist okay. Da kommt der Wish. Und ja, wir sind Specs. Und wir sollten schneller sein, wenn sie kein Full Speed Investment oder so spielen. Und das ist jetzt die Frage. Wir können hier mit der Hydro-Pumpe vernichtenden Schaden machen, aber dann kommt halt Quaxo rein. So, und in Quaxo. Wir haben unseren Quaxo-Switch in jetzt drin. Also wäre es natürlich nicht so knorke, wenn wir jetzt in Dingens gehen. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt auf Wool-Switch. Okay, sie bleiben drin. Sie bleiben drin. Wir sind jetzt in einer Range, in der die Fassade reicht. Wenn sie jetzt also sowas wie Toxin drücken, haben wir sie richtig am Sack. Wenn sie jetzt Wish klicken, dann haben wir nur einen Toxic Turn auf Flareon gewastet, so. Oder sie können halt jetzt auch angreifen. Also Flareon möchte ich da ehrlich gesagt gar nicht reinwechseln. Ich gehe jetzt hier auf Amigento. Wish. Ja. Wir gehen hier auf SD. Weil Protect jetzt recht offensichtlich ist. Oh Mann. Wir gehen jetzt auf. Also das Ding ist halt, dass plus 1 Tukanon, also plus 1 Speed Tukanon, eigentlich ab dieser Range relativ wahrscheinlich einen Kill forst. Wir gehen mal eben auf den Kalk mal wieder, Tukanon. Ja, Rock Blast 66-82%. Und da kommt halt nichts gerne rein. Dadurch, dass sie McNayan nicht dabei haben, ist ein Bedroher weg. Was ich gut finde. Und ein Sucker Punch. Und zwar ein sehr starker Sucker Punch. So, was sie halt gleich machen können, das ist leider Gottes nicht zu verhindern, dass sie auf Dingens gehen. Auf Sourcebug und das Speed-Type forcen. Und wenn sie das dann gewinnen, kriegen wir richtig, richtig viel Schaden. Könnte reichen, um Amigento rauszunehmen. Also sie sind hier jetzt ja gerade auf Wish gegangen. Ja. Und jetzt die Frage, gehen sie auf Protect oder nicht? Wir könnten natürlich hier auch einfach für einen Rock Slide gehen, für den Fall, dass sie angreifen. Auch das werde ich mal eben kalken. So, für den Fall, dass es voll physisch defensiv ist, Rock Slide, Z-Rock Slide. Z-Rock Slide kann reichen. Oh, es hat auf eine. Warte. 5-4, ne? 5-4. Ja, wir haben eine 75% Chance, den Kill anzusetzen, ohne uns vorher zu boosten. Sie könnten natürlich auch einfach rausgehen. Danach auf plus 2 killen wir in jedem Fall, ne? Ja. SD it is. Protect, ja! Okay. Und jetzt? Wer kommt jetzt rein? Können natürlich erstmal nur auf Rock Slide gehen. Weil wir in Dingens wieder ohne Probleme, in Morwile holen wir ohne Probleme Landtouren rein.
Parting Shot oder nicht Parting Shot? Das ist hier die Frage. Parting Shot oder Rock Slide oder The Rock Slide? Ich gehe mal auf plus 2 gegen Morwile Physical Wall. Ja, da macht der Z Rock Slide 28% drauf. Danach können wir in WLAN-Touren gehen, wenn die Double... Also die Double Edge macht halt mehr, und zwar deutlich mehr auf plus 2. Wenn wir auf plus 4 wären... Oh, on 2 hitten wir das Ding. Oh Leute, kennt ihr das? Kennt ihr dieses Gefühl? Jetzt noch ein Swords Dance. Und dann hat er ein Problem. Dann muss er auf das Speed High mit Sourcebug gehen tatsächlich. Z Rock Slide oder Dingens. Parting Shot oder nicht Parting Shot? Oh Mann! Leute, ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist. Und ich überlege gerade so unendlich lange, ne? Ich weiß jetzt halt nicht, ob Parting Shot von Scherenmacht aufgehalten wird. Eigentlich nicht, weil ja einer der Werte trotzdem gesenkt werden kann. Es kann ja nur der physische Angriff nicht gesenkt werden. Also eigentlich hilft nur Neutraltor so gegen Parting Shot, oder? Ansonsten müssen wir halt hart raus. Wir gehen nochmal auf SD. Toxic ist okay. Ja, und jetzt gehen wir halt für Z-Rock Slide. Das Toxic war nicht der schlechteste Play. Also wenn wir auf plus 4 sind. Ah, jetzt habe ich das Breaks and Set natürlich nicht am Start. Protect ist okay. Wir machen halt trotzdem irgendwie 50%. Ja, 44. So, jetzt gehen wir hier für Double Edge, weil die muss reichen. Boah, wären wir nochmal auf SSD gegangen, dann wäre halt vorbei der Spaß. Also Morwile tankt ab der Range halt keine zwei Risikotackle mehr. Sie starren einander an. Oh Gott, warum sagen das immer alle? Vor allem, warum sage ich das? Die Frage ist, was kommt rein? Und die Frage ist, wie gut kommt das rein? Weil ich sehe da halt nichts mehr, das gegen den Vogel gewinnt. Außer Sourcebug. Und gegen Sourcebug muss ich, glaube ich, einfach immer was abschmeißen. Aber dass das mit der Pursuit in Turn 2 geklappt hat, war super. Das war Knorke. Turn 15 und irgendwas ist dabei zu sterben. Und es ist Hercules. Und das ist der am wenigsten meddernde Crit aller Zeiten. Okay, ja, da kommt Rutena. Warum kommt der Rutena? Wahrscheinlich zum Protect Stallen, oder? Wird sie das jetzt predikten? Max Speed 240. Welches hat denn die? Rutena hat was für eine Speedbase? 73. Der minimale Speed wäre also 135. Es sind bei 135 bis 265 und 240. Ich glaube nicht, dass die so viel Speed spielen. Gehen nochmal für SD. Ja, sehr gut. So, damit sind wir auf Max Attack und sie können jetzt natürlich für einen Double Protect gehen. Das wäre möglich.
Okay, Wumms, Double Edge, resisted. Am Arsch, resisted. Und jetzt spielen wir gleich das lustige Spiel Finde einen Switch in den Flamara. Das ist mein Lieblingsspiel. Wir können hier jetzt in den Todesstern gehen, denn die Earth Power sollte reichen. Die Earth, dann holen wir aber Dingens auf den Plan. Tukanon killt ab der Range. Wahrscheinlich. Tukanon. Jetzt noch richtig schreiben. Gegen Amaldo heißt das. Das heißt auch im Englischen Amaldo. Gut. PU Rapid Spin. Rock Blast, Bullet Seed. Beides reicht gegen ein voll in den Dingens, voll in die KP investiertes. Battle Armor Leftovers Adamant. Maximal 207. Ja, das sollten wir tatsächlich outspeeden können. Ich gehe jetzt auf den Rock Blast. Der muss jetzt natürlich treffen. Das ist sehr wichtig. Tukanon to the top, würde ich fast sagen. Bandit Tukanon wäre in der Situation übrigens auch eine absolute Lituation. Okay, 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 Tukanon, bitte. 90%, 90. Das ist ein 90%iger One-Hit-KO und die 90% sind dadurch begründet, dass es daneben gehen könnte. Oder ich die falsche Fähigkeit habe. Aber nein, wir haben Skill-Link. Das ist schon mal gut. Also Rock Blast hätte tatsächlich eine Chance zu killen, wenn das Ding full ist. Aqua Jet, okay. Wunderbar. Wumms, wumms. Ja, jetzt ist die Frage. Quaxo langsamer, Morwile langsamer. Dass das Team aufgeht. Ich war so am Verzweifeln beim Teambuilding. Also ich habe das gebaut an einem Abend, an dem ich sowieso echt nicht fit war. Und wie das an so Abenden ist, an denen man sich nicht gut fühlt und an denen man ein Team baut, man war natürlich super unzufrieden. Und jetzt sitzen wir hier und also wir sind natürlich noch weit davon entfernt, das Ganze hier gewonnen zu haben. Aber ja, jetzt bin ich mal gespannt. Akame. Hab ich irgendwas übersehen? Was machen uns Morwile? Was machst du uns, wenn du physisch defensiv bist? Play Rough macht Dingens. Macht 50. Play Rough würde an der Stelle sehr wahrscheinlich töten. Es hat Scherenmacht. Es hat keinen Bedroher. So, Flame Charge into Overheat tötet. Was macht uns ein Sucker? Das ist super wichtig. Ein Sucker macht uns in Kombination mit Play Rough zu wenig. Kann Flunkkiefer. Also das kann schon nicht mehr ihre Z-Attacke sein, ne? Flunkkiefer. Man merkt, dass ich kein Oyo spiele, sonst müsste ich die Movesets von Mega Flunkkiefer ja auswendig kennen. Es kann Felsgrab haben. Felsgrab heißt auf Englisch Rock Tomb. Und Rock Tomb macht weniger als Play Rough. Okay, es ist. Stone Edge! Okay. Okay, warte, wir gehen hier auch, können hier auf plus 2 Speed gehen. 218. Jetzt müssten wir auf jeden Fall. Es ist. Scarfed Morwile. Und Flame Charge. War das ein Crit? Nein. Okay, es war also. Oh, warte. Intimidate ist hier ja natürlich drauf. Ja, dann macht der Flame Charge viel. Und wenn es dann nicht full life ist, geschweige denn full death, ja, da kommt unser Schaden her. Und dann können wir hier jetzt nochmal auf den Flame Charge gehen, tatsächlich.
Und damit sind wir auf plus 2. Tukanon tut weh. Und ja, jetzt gucken wir mal, was passiert. Also ja, klar, da kann jetzt ein Eisstrahl um die Ecke kommen. Aber wir sind jetzt auf einer Range, in der wir auf jeden Fall viel Spaß haben können. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ich will es nicht beschreien. Politoad. 100. Bekommt von der Bullet Seed einen möglichen One-Hit. Möglicher One-Hit, wohlgemerkt. Und der Ice Beam tötet uns bei einem defensiven Set nicht. Wir sind erst in Runde 20. Dieses ohne Timer, das ist alles so intens. Und mir kribbelt alles so. Es ist ein schöner Kampf bis hierhin, der sich ausgeht. Aber man muss halt auch sagen, dass wir das Ding hier noch nicht gewonnen haben. Okay, da kommt Yoshi. Wir gehen hier jetzt für die Bullet Seed. Einfach, weil alles andere blöd wäre. Und gucken mal. 28. Ach, ja. Nein! Okay, Citrus Berry. Das macht es nochmal knapp. Aber trotz Citrus Berry holen wir uns hier den Kill und... Okay. Okay, okay, okay. Jetzt kommt hier Rock Blast. Trifft. Trifft. Und ja, wir sehen schon am Schaden. Das reicht. Und damit holt sich Tukanon hier zum Ende hin 4 Kills. Auf jeden Fall GG an unsere wunderbaren Gegner mit den Namen King K. Crocodile. Und... Oh, war das intens. Also... Also das Battle hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch natürlich auch. Schreibt auf jeden Fall mal ein nettes GG an die beiden in die Kommentare, da werden die sich freuen. Zumindest den Frozen habe ich schon das ein oder andere Mal auf YouTube erlebt. Not lädt den Kampf selber auch hoch. Ich kann jetzt natürlich, da das keine Liga mit festen Absprachen für Upload und so ist, kann ich euch natürlich nicht sagen, wann. Ich kann euch nur sagen, checkt seinen Channel aus. Link packe ich vielleicht in die Beschreibung. Ich bin momentan super unter Stress und nächste Woche im Prinzip gar nicht am PC. Und deswegen weiß ich nicht, wann das Editing kommt. Vielleicht kommt dieser Kampf auch einfach so viel später dadurch, dass ich einfach gar nicht mehr daran denke, dass ich diesen Link in die Beschreibung packen muss. Deswegen verzeiht es mir. Not is Eternal findet ihr aber ganz bestimmt, den Link findet ihr ganz bestimmt im Dokument der SML. Und das ist unten verlinkt. Zweite Liga, ganz wichtig. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das auch, denn ich habe mal wieder Anschlussverpflichtungen. Ich muss nämlich jetzt noch Coach-Turnier aufnehmen und schneiden. Deswegen sage ich euch, wenn ihr das nächste Mal Bock habt auf einen SML-Kampf oder auf etwas vom Coach-Turnier oder vielleicht etwas vollkommen anderes, das irgendwann nochmal kommen wird, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Nämlich auf derselben Stelle, auf derselben Welle. Reingehauen.